Weiter geht's mit dem letzten Gefecht gegen Redbeard. Ja. Wobei, ich hätte am besten zuerst die Turrets und so weiter gesetzt, aber ich gucke erstmal, was hier jetzt passiert, dann kann ich ein bisschen besser planen. Redbeard sits in his crude throne, staring at his portal. The magical field has recently been used and it is still weak. The problem is obvious. It only has the power to carry a few people away from this trap. Redbeard intends to be one of them. The question is, who else gets to leave? The horror of the situation is lost on him. Away from Abaddon, he looks very old and tired. You clear your throat to get his attention. He looks up at you. Cordano, you are here. Yes, good. You have been competent. The pact will need you. I want them. Now it has come to pass. We were weak and our enemies gather. Now they attack. What is happening? Delez has acted. He is finally using his influence and his agents. His reach was far greater than I realized. New reports are coming and constantly. The pact is being attacked. As he speaks, the gate closes behind you. That will slow the hordes down when they get here. Attacks are everywhere. Cimmerian raiders, Swargled warships, hordes of titans, they are all coming for us from every direction and we are not ready. How is the pact responding? It isn't. I have already traded several messages with Hanvar's council. Those fools are all angling for advantage. They are still at the brink of war with each other, he sneers. I should have replaced more of them. They brought us to this. Why wasn't this foreseen? Redbeard looks confused. I did? Didn't I? I always said this was coming. I didn't know a few things. I might have been a little surprised. So were they. This isn't my fault. If they had always listened to me and done what I said, what will we do? I'm surrounded by fools and incompetents. All of them. Everywhere. Only a handful are competent. You are one of them. You will come back to Abaddon. The portal is desperately limited, but it can carry us through. Also, any assistance you need. Once back in the Black Fortress, the counterattack begins. He slams the armrest of his throne with a mailed hand. We will correct the errors of the past and change things so they never happen again. How is the portal limited? We did not have enough time to complete it. It has limited power. Only a few can go through. Alas, most of the brave warriors here now must be left behind. To his credit, you can see how much this prospect upsets him. How will you change things? The problem is that not enough people listen to me. Those people are the problem. I was right, and they are wrong. Steps will be taken. What will happen to the warriors here? They will fight. I hope they prevail. The odds, I'm afraid, are not good. The Tavern are many, they are few. And Tundra's Council did not give us the resources we needed to build proper defenses. Abandoning them and saving yourself is wrong. Sagen wir mal, obwohl ich das eigentlich auch so machen würde. He snarls. You think I don't know that? I caused the fates that brought us to this pathetic point. It changes nothing. Abaddon needs a leader. The pact is invaded and confused. The Black Fortress cannot be left rudderless. What will we do now? We come to a quick decision. A little more talking while the portal restores itself, and then we go. Go. He looks at the portal. In its dim light, far from his tower, the magic that Redbeard uses to disguise his true appearance is weak. At last you see him as he is, ancient, wrinkled, his fiery hair shot through with gray, and tired, terribly, terribly tired. You can lead us with help. You have grown very old. Redbeard smiles, but there is an angry glint in his eyes. You see that, yes? My great secret is no secret. It is something all know. I am old, but I am cunning. So many have thought me weak. I punished them. Even Miranda died in the end. Never forget that. He looks at the portal. It is almost restored. I only have one more question. What is it? We need to discuss your fate. You have been a good hand, but Abaddon has many pests. You have earned a reward. Only one other has been given this honor in many years. Choose what post would you take in the Black Fortress.
I will leave Avedon forever. I will stay here and hold this fort. I will stay a loyal land. I will be an eye and gather knowledge for you. I will be a heart and advise you. I will become keeper. 6. Redbird blinks, then he laughs, but his hand inches closer to his blade. Cordano, your jest is not funny in a time like this, but you are young. I will forgive it once. Still, this lack of judgment needs to be answered. A hand you are, and a hand you will ever remain. It is right, you are very good at it. After all, anything else you have to say? For the pact to stay strong, Avedon needs a new keeper. It will be me. Redbeard doesn't delay. He did not survive countless assassination attempts by hesitating in the face of a threat. He leaps to his feet and whips out his blade. Suddenly, he doesn't seem ancient at all. It has been too long. It is perfect. You will show my strength, and you serve as an example. You will suffer, Cordano, for a long, long time. The portal is still charging, so Redbeard isn't yet able to escape. If you don't kill him soon, however, the keeper will be able to escape. He charges you with a roar, blades over his head. As Redbeard advances upon you, he constantly looks at the portal. It is charging up. Soon it will be ready to carry the keeper of Avedon away to safety. You have a chance to kill him, but you need to act quickly. Otherwise, he may find a way to escape. So, Battle Frenzy. Ja, haben wir Yashira. Okay. Ich muss hier möglichst viel Schaden auf einmal rausknallen. War es eigentlich schon gut, dass ich hier Battle Frenzy verteilt hatte. Und mit dem hier kann ich das einfach direkt der ganzen Gruppe geben. Das ist natürlich auch praktisch. Ansonsten... Blade Shield hatte die nicht. Okay. Dann wird die jetzt mal dahin, wenn die das denn schafft. Na, leider nicht. Also geht die nur dahin. Und dann Speed Burst, Battle Frenzy, sehr gut. 13 Punkte. 9 braucht er für einen Angriff. Das heißt, der kann 3 Felder gehen. Dann geht er dahin, benutzt jetzt das Inferno Turret und ein Healing Pylon. Da habe ich auch 14. Der geht ein bisschen auf die andere Seite, nach hier. Hat jetzt 10, kann 2 Turrets bauen. Baut das hier und den hier. Der gibt allen Haste gleich, wenn der da rangelaufen ist. So, dann haben wir ihn hier. Der holt sich den Drachen. Und kann einmal Redbeard angreifen. Beziehungsweise macht Reflection an. Ne, der greift hiermit an. Vulnerability. Und er... Mit welchem Zauber macht er denn den meisten Schaden? Bolt of Ice at a single foe. Turns to recover 6. Critical, 171. Ja. Die anderen werden wahrscheinlich nicht so prall sein. Dafür sind die nicht so gut. Aber Arcane Blessing können wir machen. Your blow actually draws blood from the keeper of Avedon. He winces, then he smiles. A wound, actual pain. It has been so long. Maybe I have left myself to be too protected. He snares at you. Or perhaps not. He mutters a word of command. 4 magical constructs appear on the stone platform surrounding you. You can never have too much protection. And then the constructs don't attack. They are still slowly fading into being. They will be ready soon, but not yet. Redbeard snarls. Curse our limited budget. Oh well, they will do. Ah.
Frage ist jetzt, wie viel halten die aus? Drei. Zwei. Wir halten nicht so viel aus. Die sind jetzt alle terrified. Group Cure. Hostile Effect. Okay, das scheint dagegen auch geholfen zu haben. Dann Ice Storm. Pusten wir die mal ganz weg hier. Gucken, wie viel Schaden das macht. Wirklich viel. Aua. Beide umgenatzt. Oh Gott. Tja, also mit so viel Schaden habe ich jetzt nicht gerechnet. That damages and slows your foes. Vielleicht hätte ich das hier nehmen sollen, um den zu slowen, damit er mal Runden verliert. Ach, das war falsch. Angriff. Ich gucke jetzt einfach mal, wie sich das hier entwickelt, wenn ich da noch mehr tue. Ja, meine habe ich vier Turrets, die den angreifen. Und dann kann ich halt die Pets da auch noch hinschicken. Also dann kann ich da schon ganz gut festhalten. Gucken, wie viel das hier macht. Auch fast nichts. Der normale Angriff ist aber sehr stark. Redbeard takes another savage blow. He winces in pain. It is true. Then... It is true then, I am slow and old, still enough to match you, Cordanor. He mutters a word of command, one of the gems hanging from his neck flares brightly, then it shatters. A faint shield appears around the keeper. First it is sharp shards of metal, then little reflective modes of light. It changes constantly. Redbeard smiles. What? No answer to my trick? Just a trinket? Yes, but you don't survive the finest of Linnaeus' assassins without claiming every advantage. Okay, die sind jetzt aktiv. Okay. Die Charmen. Da hatte ich dabei jetzt doch im Inventar irgendein Item, mit dem ich da was gegen machen konnte. Oder war das passiv? Ne, es war hier irgendwie so ein Special Items, Countering Stone. Ja. Ja, also ich kann den einfach gegen meine Turrets kämpfen lassen. Die werde ich vor dem einfach aufbauen. Und meine ganzen Charaktere, die im Nahkampf sind, die werden sich dann hier um diese Viecher kümmern. So. Ich glaube, der hatte nicht automatisch mit dem Dialog angefangen, oder? Ja. Dann
Muss ich die jetzt so hinstellen? Das sollte so passen. Freezing Turret. Die da. Der steht da oben, das ist nicht so gut. Na, und jetzt läuft er da rüber, muss ich nochmal laden. Am besten positioniere ich die direkt so, dass ich die Turrets richtig stelle. Was natürlich jetzt mehr Zufall ist als alles andere. Da und da, ne, das passt so. Mach ich hier nochmal. Turret. Und der eine Turret. Der macht dieser dieses. Ah, der macht den hier. Dann von hier aus. Bisschen auf Abstand. Bauen wir noch eine Turret. Und hier baut er noch eine Turret. Na, bau. So. Und damit sind die Turrets da. Dann holt er noch sein Vieh raus. Sie holt das. Und dann so Calling. Mal gucken, ob. Was? Wieso kommen wir jetzt? Da verstehe ich jetzt nicht, wieso da durch der Kampf eingeleitet wird. Ach, weil das Corruption war. Dann habe ich das. Na, muss ich jetzt nochmal laden, weil das jetzt alles schon Runden gekostet hatte, die Beschwörungen halten. So, Turret. Turret. Turret und Turret. Dann holen wir den hier und den. Das ist der Corruption. Calling. Dann kann der auch noch einen rufen. Dann starten wir hier noch. Den und den Haste. Und dann kann's losgehen.
You have been grown very old. Will become Keeper of Everdon. As rapid advances, bla bla bla, okay. Da habe ich jetzt mal eine richtige Armee stehen. Jetzt muss ich erstmal die Leute so ein bisschen verteilen. Beziehungsweise der. Jetzt kann ich auch noch diesen Battle Frenzy starten. So, das ist. Der. Die Magier und den verwechsel ich immer. Obwohl, der kann ja im Grunde nur im Fernkampf drauf schießen. Gucken, dass er noch 10 übrig hat. So. Bei dem genauso, der kann sich 3, 4 bewegen. So. So. Der kann hier Reflection noch casten. Wenn da irgendwas ankommen sollte. AP, der ist nochmal dran. 3. Der geht mal zur rechten Seite. Kann nochmal angreifen. Normalen, 113, auch sehr schön. Der ist gesloat. Ist dran, die Fledermaus da unten. Kann die was? Feuer. Pit AP, nur so. Kommt leider nicht zu Redbear drüber. Verfehlt. Gut, die sind natürlich, hätte auch noch nah rangemusst. Natürlich nicht so die super stark, die Gegner, die Dingers. So, der Nahkämpfer. Disarming Blow. Causes that to be weaker. Around and deliver a series of wishes to all nearby enemies. Wird da auch nicht viel bringen. Steel Tornado, Refill Wolf and all nearby foes are struck by your blade. Wird da jetzt auch nichts bringen, nehme ich an. Ich kann einfach normal hacken. Ah, und Backstep nochmal ein Bonus.
Der hier ist fast kaputt. Crit, schön. Dann fokussiere ich mich mal erst auf die rechte Seite. Crit. Crit. Sehr gut. Der kann nochmal, dann greift er da oben den an. Oder der benutzt eine von den vielen Wands. Fire, ne, Calling, Eis. Das ist ein Cone. Corruption. Oh. Na, das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Es kann natürlich sein, dass sie da extra Resistance gegen haben. Ice Storm 180 Searing Spray. Der reicht nicht bis zu dem einen. Ice Storm. Ratsch. Ah, der jetzt sein. Ein Angriff, das ist natürlich auch ziemlich wenig. 17. Einmal. Hat sein Cooldown da schon verbraucht. 29, schön. Naja. Die Fledermaus. Spinne. Der hat Shield Shimmers in Turns Spiky. Ja. Okay, da muss ich gleich die Turrets mal heilen. Oder ich benutze einfach einen normalen Heal. Der sollte dafür auch. Ich benutze erstmal einen Turret Heal. Ich muss mal. Der hat jetzt hier einen neuen beschworen. Okay. Das ist ja assi. Das heißt, die sollten schon zusammensterben. Ansonsten. So, der macht mal einen Turret hier. Beziehungsweise, da würden sich vermutlich dann hauptsächlich AOEs drauf lohnen. Ja, das ist alles ungünstig. Der muss jetzt auf jeden Fall als erstes sterben. Und dann müssten die beiden sterben auf der linken Seite. Da komme ich natürlich so auch nicht zu. Fehlt 56. Aber oh, der ist natürlich mit den Turrets komplett beschäftigt. Der Drache, schön.
Aber die sind auch gleich im Spiel. Hasted. Halt ordentlich getroffen. Searing Spray. Okay, hier unten hin. Kann natürlich auch sein, dass der nur eine bestimmte Anzahl pro Runde neu beschwört. Das heißt, wenn ich da ganz viele auf einmal töte, dass das dann passen sollte. Aber da glaube ich jetzt mal nicht dran. Na, die machen da zu wenig. Aber jeder Schaden hilft. Action. Ist wieder einer. Und die sind jetzt aktiv. Fatigue. Aua. Ja. Ja, wie soll ich die wirklich schnell töten? Das ist schon extrem. Die sollte er in Nahkampf, da macht die mehr Schaden. Kann man die charmen? Resistet. Der kann leapen. Weil die sollten auf jeden Fall nicht aus dem nicht aus diesem Dings rauskommen. Puh. Da habe ich dann eben doch noch ein Safe durchbekommen. Sehr schön. Bevor der Kampf angefangen wird. So, der macht einmal Burst. Das heißt, der Rapier, der ist hier echt keine Priorität. Sondern diese Viecher. Und da kamen auch eben direkt zwei neue, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay.
Oh. Okay. Terrified. Da hole ich die jetzt auch so leider nicht raus. Das ist hier die... Die hätte ich eben direkt zu einem dieser Spots schicken müssen. Dann habe ich jetzt... Dann lade ich nochmal. Das mit dem Terrified war auch schlecht. Da muss ich jetzt echt gucken, dass ich da alles irgendwie maximiere. Der kommt dahin. Mal Battle Frenzy. Okay. Und die geht auf die rechte Seite. Ne, Moment, da. Da muss halt einer flankieren, aber das, da steht ja sowieso dann ein Pet für da. Die muss hier rüberkommen, damit die an der Seite angreifen kann. 2, 3. Hat der vielleicht noch irgendeinen Buff für alle? Feuer, so Combat Boost, irgendwas. Ne. Ja, War Chant haben die sowieso alle schon. Von daher lässt sich da eh nichts mehr ändern. So, den brauchen wir jetzt. Ja, brauchen wir eigentlich schon, weil der Redbit ja auch zaubert. Der Felon hat böse Schaden genommen. So, er ist dran. Kann. You whirl around, deliver a series of vicious blows, striking all nearby enemies. Das bringt man natürlich überhaupt nichts, wenn die so weit auseinander sind, dass man nur einen trifft.
Or full of fall, causing the burning the target and causing lasting corruption damage. Corruption for 2 turns. Naja, bringt's auch nicht. Backstab. Okay, nach unten. Geht aber nur 3. Wenn er noch 2-mal schießen kann, ist besser als einen Angriff zu machen. Vulnerability. Dann nehmen die Magier links die Seite. Oh, sehr gut. Wasted. Ice Storm. Ja, sieht gut aus. Und nochmal ein Searing Spray. Crit. Das Searing Spray ist nicht so frei. Oh. Das ist Pet. Sehr gut. Ah, die müssen hier bleiben und warten, bis das nächste Vieh kommt. Darüber zu laufen lohnt nicht. Okay, ein Ding abgeräumt. Na, die müssen dringend weg. Na, der hätte die neue Turret setzen müssen. Schlecht. Eins, zwei, drei. Crit. Ist noch Cooldown drauf. Der muss weg. Der kann, ne, kann er nicht. Lightning. Ah, da kann er leider nicht nach unten zaubern. Gut. Sehr gut.
Oh, der kann ja einen Cone machen. Gucken, ob ich damit irgendwie... Ne, muss auf die andere Seite gehen. Dispel. Okay. Neue Turret kann er nicht bauen. Ah, Gott. Charmed. Dann sind die wieder, ne, werden aber geheilt. Battle Frenzy. Feuer drauf. Aber die sind auch jetzt quasi frei. Icy Lance. Verfehlt. Crit. Walkers. Wer ist dran? Das Vieh. Ich könnte natürlich auch hingehen und alle auf eine Seite stellen, hier hinten hin, die eine Seite immer kaputt machen und in der anderen quasi haufenweise Pets hinstellen, dass die dann mit den Pets beschäftigt sind. Und wenn ein Pet gestorben ist, dann hole ich mir halt ein neues. Jetzt erstmal hier noch ein bisschen weiter kämpfen und gucken, was passiert. Vielleicht kriege ich ihn sogar noch 50% runter und es löst irgendwas aus. Weiß ja nicht. Vielleicht kommt ja auch keiner neu mehr. Das kann ja auch sein. Charmed. Na gut, der Charm ist natürlich auch böse. Na, da kommen neue. You look at the portlet, it still faints, but the energy charging it grows stronger with every passing moment. You would guess that it's about a quarter of the way to being able to carry Redbeard away. Ja, dann werde ich das so machen. Und das werde ich dann im nächsten Teil machen, weil ich sehe gerade, das hier ist schon wieder von zeitlich sehr fortgeschritten. Ja, dann bis zum nächsten Mal.